Wir sehen hier einen Fafnir Anasazi genannt Pinky, der Klassiker überhaupt bei den Kletterschuhen. Wirklich wahnsinnig präzise, super sensibel, aber es gab auch natürlich etliche Nachteile an diesem Schuh. Irgendwann hat Fafnir aufgehört, ihn zu produzieren und hat Werder rausgebracht, diesen grünen Anasazi, der aber nicht wirklich von der Passform, von der C-Box-Passform der gleiche war. Der wahre Nachfolger dieses Modells, des Klassikers, ist der Anasazi Lace Up Blanco. Mit der neuen Magic Heel, in neuer Farbe, neuen Logo. Ansonsten ist der Schuh, bis auf die Ferse, der gleiche geblieben. Man sieht, Sohlenaufbau ist der gleiche, Passform ist die gleiche, die Zehen werden stark aufgestellt, ist kein bequemer Kletterschuh, aber so wie sein Vorgänger ein absolut präzises Gerät. Also da kann man wirklich auf eingebildeten Tritten in Kochel stehen, selbst wenn die speckig sind. C4 hat da wieder Einstieg gefunden bei 510 mit diesem Schuh und ich persönlich begrüße das wie viele andere, weil es ein wirklich sehr, sehr, sehr klebriger und auch haltbarer Gummimischung ist. Die Ferse ist nach wie vor nicht wirklich perfekt. Das heißt, hier ist einiges an Luft in dieser Ferse. Aber zum Routenklettern ist dieser Schuh dennoch super. Also im Vergleich zu der Ferse von seinem Vorgänger sieht man deutlich, dass die Ferse gestrafft wurde, dass die Form verbessert wurde. Was beibehalten wurde, ist die Vorspannung. Also die Vorspannung der Ferse ist wirklich der Oberhammer, was man auch sofort auf der Achillessehne merkt, wenn man dann eigentlich eingestiegen ist. Negativ bei diesem Schuh, wo ich schon dabei bin, sind diese Schlaufen. Die sind einfach viel zu weich, nicht stark genug. Man kriegt die Finger schlecht rein. Die fallen dann so zusammen und dadurch, dass die halt auch so flexibel sind, schneiden sie auch ordentlich in den Finger rein. Ja, da muss man den Schuh schon richtig gut aufmachen, um dann ohne Schmerzen großartig reinzukommen. Ansonsten ist der Schuh wirklich von der Passform derselbe, vom Material derselbe. Dieses synthetische Leder dehnt sich nicht, sondern passt sich halt im Endeffekt nur an. Da bilden sich so Mulden und die Zehen finden dann in diesen Mulden Platz. Und dann hat man seinen persönlichen Kletterschuh. Eigentlich eine gute Geschichte, wenn man ja, ein, zwei Wochen gelitten hat. So ein bisschen. Aber der Schuh ist ziemlich gut gepolstert. Also, wenn man ihn eng genug kauft, sodass der Druck sich auf den gesamten Fuß verteilt, dann tut es auch nicht so weh an einzelnen Stellen. Es sei denn, man hat irgendwie einen überlangen Zeh, wo so ein Hotspot ist, da drückt natürlich mehr. Ansonsten ist die Schnürung ja, vom Prinzip ja auch die gleiche geblieben. Funktioniert nach wie vor super. Also der Schuh ist sehr fest am Fuß. Da bewegt sich nichts, da rutscht keine Ferse. Der ganze Druck geht genau hier hin. Also deswegen kann man auch auf wirklich nichts stehen. Für längere Sachen ist der Schuh natürlich ja, ziemlich unbequem, aber man muss ja irgendwo auch Abstriche machen. Zum Hucken finde ich diese Ferse trotz der Luft, trotz der Klobrigkeit super, weil sie ist starr, das heißt, man spart sehr viel Kraft beim Hucken, habe ich das Gefühl. Wenn man den Fuß einmal platziert hat, dann bleibt es hängen und man muss nicht so viel Kraft aufwenden und drücken, das bleibt einfach irgendwie eingehackt. Und da löst sich auch nichts ab, also es ist relativ dick, relativ fest. Bis jetzt sieht es überhaupt nicht so aus, so bis wie bei La Sportiva, irgendwelche Ablösungen hier an Gummi gibt. Also die Qualität und die Verarbeitung und die Haltbarkeit von 510 ist ja wirklich super, mein persönlicher Favorit, was das angeht. Da bin ich wirklich sehr begeistert von. Die Passform und die Bequemlichkeit sind natürlich so Dinge, auf die man verzichten muss. So ein bisschen im Vergleich zu anderen Kletterschuhen, aber dennoch ein super präziser Steher.
mit dem man auch ganz gut hooken kann. Zum Bouldern nicht so gut, weil die Sohle viel zu hart ist. Man kann nicht so gut greifen. Und die Two-Hooks sind eigentlich mehr schlecht als recht. 510 Anasazi Blanco, der Nachfolger des Klassikers.